Maulwürfe riechen besser als bislang gedacht. Laut einer neuen Studie von Kenneth Catania von der Vanderbilt University in den USA riechen die Säuger in Stereo und erschnüffeln sich so ihr Futter. Anhand des blinden ostamerikanischen Maulwurfs erklärt der Biologe, wie der Geruchssinn funktioniert. Dafür baute Catania eine halbrunde Versuchskammer mit 15 Schälchen. In eine der Einbuchtungen legte er einen Regenwurm, den der Maulwurf erschnüffeln sollte. Zielsicher roch sich das Tier nach nur 5 Sekunden an das gewünschte Ziel. In einem zweiten Versuch verstopfte Catania das rechte Nasenloch. Bei der Suche nach dem Futter drifteten die Tiere auf dem Weg zum Futter nun in die Richtung des freien Nasenlochs ab. Daraus lässt sich schließen, dass Maulwürfe in Stereo riechen. Je näher sie an den Wurm herankommen, umso stärker der Geruch. Über den Geruchssinn verschaffen sie sich außerdem einen räumlichen Eindruck. Der Biologe geht davon aus, dass man durch diese Studie auch auf die Funktionsweise des Geruchssinns anderer Säugetiere schließen kann. Auch wenn diese Tiere im Vergleich zu den blinden und schwerhörigen ostamerikanischen Maulwürfen meist gut sehen und hören können.